Ja, so, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf S27, S24 und S7, wo schon die Stadtwache, Stadtwache drin ist. Stadtwache, schweres Wort. Ja, heute mit einer nicht ganz so erfreulichen Nachricht. Ja, ich sag mal so, auf S27 wurde jetzt halt dann beschlossen, oder was gesagt, habe ich beschlossen, dass ich aufhören werde. Also ich werde, naja, nicht direkt in dem Sinne wirklich aufhören, aber ich werde auf jeden Fall untertauchen. Ich habe mir was überlegt und das werde ich dann halt auch ja, durchziehen. Und ja, ich werde dann natürlich auch meinen Namen ändern, beziehungsweise werde ich mich dann auch demnächst irgendwann dann löschen, je nachdem. Ich weiß es noch nicht genau. Das kommt dann halt auch noch auf die Umstände an. Auf jeden Fall werde ich erstmal untertauchen und werde das Ganze erstmal so betreiben, dass ja, mein Name im Prinzip dann nicht mehr hier steht, weil mich dann halt immer irgendwelche Leute anschreiben und so, wie von wegen Videos. Und womit dann der Account dann halt ja eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und da ich auf S27 schon relativ lange aktiv war und denken vielleicht manche Leute, sie würden mich dann halt aktiv noch irgendwann auf S27 erreichen. Deswegen werde ich entweder meinen Namen ändern oder dann halt auch letzten Endes löschen. Das muss ich noch sehen. Das kommt halt auch darauf an, wie das Ganze sich dann entwickelt. Und dann ist es natürlich auch scheiße, wenn dann mich Leute hier anschreiben und dann stellt sich heraus, der Typ ist total inaktiv geworden. Deswegen kann ich euch leider nicht genau sagen, was aus mir wird hier auf S27. Und ja, Fakt ist, ich werde auf jeden Fall meinen Weg finden in dem Sinne. Ja, ansonsten so war das halt eine echt geile Zeit mit den White Walkers. Jetzt irgendwie in die Dungeons, danke. Da war es echt eine krasse Zeit mit den White Walkers. Ich muss mich da halt dann auch nochmal bedanken an die Leute, die sehr hilfsbereit waren beim Sitten und die halt auch, ja, sag ich mal, relativ vernünftig waren. Es gab ja da immer Sonne und solche, aber meiste Zeit waren es eigentlich immer relativ vernünftige Leute. Dann halt nochmal ein Kompliment an die, an unseren kompletten Offiziersstab, wie wir ihn damals genannt haben. Wir waren ja eigentlich, wenn man so ein 5 oder so, keine Ahnung, also plus der Gildenleiter, glaube ich. Oder waren wir sogar mehr? Ja, nee, 5 Offiziere und ein Gildenleiter war es ja teilweise dann zwischendurch. Ja, wir waren echt geile Offis, also wir hatten schon ordentliche Planung, halt hauptsächlich auch wegen dem Gildenleiter. Erstmal nochmal großes Kompliment an ihn. Weil er wirklich das Ganze von Anfang an sich durchgerechnet hat und sich wirklich da auch voll reingehängt hat, reingehangen, egal. Er hat sich da auf jeden Fall voll eingesetzt und ja, deshalb, daher kommt dann auch der Erfolg, dass wir mit 35 Leuten halt immer noch auf Platz 1 sind und die Frozen Flames uns dennoch nicht bekommen, weil sie, ja, wie soll ich sagen, weil sie es einfach nicht schaffen. Ist natürlich schon krass, dass wir halt mit uns mit 35 Leuten halt gegen 48 behaupten können. Und da sieht man dann halt eigentlich auch die Auswirkungen, wie unsere Gilde wirklich gebaut wurde. Und dass wir wirklich sehr coole Leute drin hatten. Nicht nur, natürlich jetzt nicht nur im Offizierstab, wir waren sowieso alle cool. Nee, also auch sehr, sehr, sehr gute Leute vor allem und auch sehr spendenbereite Leute am Anfang. Wo ich mir halt gedacht habe, warum hatte ich sowas nicht auf S24? Es lag wahrscheinlich an der zu schwachen Recherche und ja, deshalb war das da wahrscheinlich. Es wurde auch über eine andere Plattform alles geregelt halt mit der Bewerbung und so. Das war nicht über YouTube und das ist ein F-Forum und noch irgendwas wollte ich jetzt noch. Irgendwo hatte ich doch noch irgendwas erstellt. Das lief halt alles über eine andere Plattform. Und deshalb war es vielleicht, sind da halt auch viel bessere Leute dazugekommen halt. Und ja, es waren wirklich, war wirklich eine extrem geile Erfahrung, dass es halt auch wirklich Spieler gibt bei S&F, die das Ganze auch wirklich ernst nehmen und die das Ganze auch mit Disziplin sp spielen können und halt auch durchziehen können. Und ich war echt überrascht, als ich das halt gesehen habe. So. Es war auf jeden Fall krass und ja, das wird sich dann halt demnächst noch zeigen, was jetzt aus meinem Account
Dann wird's, ja, wie gesagt, für uns sind jetzt dann, wenn ich jetzt aufhöre, nur noch zwei Leute von den sechs. Und in der Gilde im Prinzip. Und ja, viele haben halt aufgehört wegen den finanziellen und zeitlichen und ja, wegen den Gründen halt auch, also wegen dem Lustfaktor. Ja, warum höre ich jetzt auf? Nochmal genau für die Leute, die es halt die ganze Zeit nicht mitbekommen haben. Ich höre auf S27 auf, weil ich mich finanziell nicht auf zwei Server konzentrieren kann, weil ich auch ja, Schüler bin und damit verbunden dann halt auch mit den finanziellen Gründen. Und ja, weil ich das dann halt auch von, ja, aus zeitlicher Sicht überhaupt nicht schaffe, so das noch weiterzuführen oder halt auch viel weiterzuführen. Weil, ja, klar, wenn man einen Account 300 Alu spielt, sagt man sich immer, kann man auch zwei spielen, aber das stimmt eigentlich nicht in dem Sinne, weil man wirklich mit der App halt auch viel zu tun hat und wenn man dann halt auch, ja, naja, vielleicht kennen manche von euch das Problem mit Vodafone. Ja, entweder hast du Netz oder nicht. Und wenn du halt Netz hast, dann hast du entweder Scheiße oder hast gut, aber du hast halt nicht immer irgendwie irgendwas, also du hast entweder richtig geiles Internet oder du hast richtig behindertes. Und ich lebe halt in einer Gegend, wo das Netz wirklich richtig scheiße ist. Und deshalb geht es auch so relativ schwierig. Na, statt ist es dann natürlich ein bisschen was anderes. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Faktor, aber man muss halt überlegen, ich kann mich halt auch sowieso dann halt auch aus zeitlichen Gründen da nicht mehr fixieren. So, ja, dann kommt noch der Lustfaktor dazu. Der Lustfaktor ist mir auf S27 leider vergangen. Ich kann gar keinen genauen Grund nennen, weil das wirklich eigentlich ziemlich cool hier war. Und ich freue mich immer, wenn ich so sehe, wow, okay, jetzt ist jetzt hier nicht mehr so dolle. Es gab ja mal eine Zeit, da waren die White Walkers hier echt, wow, Moment, hier so also wirklich echt überall. Und ja, es liegt jetzt natürlich daran, dass jetzt viele aufgehört haben bei den White Walkers, weil aus zeitlichen Gründen da halt auch viele nicht mehr hinkommen. Manche haben halt mit der Arbeit zu tun und so. Und ja, so läuft das. Und auch mit familiären Gründen gibt es da auch Probleme. Also da waren halt schon Gründe dabei, wo ich gesagt habe, gut, okay, die haben echt gerade was durchzumachen. Und da ist natürlich klar, dass sie dann halt auch hier nicht mehr weiterspielen können. Bei mir ist es was anderes. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf den Server, weil ich mich jetzt auch mittlerweile auf andere Games so ein bisschen spezialisiere, mich halt auch freue. Ich gehe übrigens zur Gamescom. Ja, freue ich mich schon übrigens drauf. Aber leider nur für einen Tag, also ich werde nur einen Tag da sein. Ja, und das wird echt eine Party, ey, ich sag's euch. Also ich gehe mit einem Kumpel hin und dann. Ja, okay. Manche von euch waren vielleicht schon mal da. Ich war, das ist jetzt auch im Prinzip das erste Mal, dass ich dann halt zur Gamescom gehe. Da freut man sich natürlich erstmal schon mal drauf. Und ich denke mal, das, was ich gesehen habe, da geht schon ordentlich die Party ab bei den vielen Leuten. Und ich denke, die Atmosphäre ist halt auch extrem geil. Es sei denn, da kommt irgendjemand von RTL. Aber ich glaube, die kommen da auch nicht mehr rein. Also, wenn sich da RTL nochmal blicken lässt, dann haben die echt ein Problem. Das wird bitter. Bitter. Aber ganz ehrlich, wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Ja, okay. Ja, es gucken noch relativ viele Fernsehen, ich weiß, aber Fernsehen ist eigentlich ja mittlerweile nicht mehr up to date, wie man sagt. Gibt da ja jetzt YouTube und das wird jetzt eigentlich hauptsächlich verwendet, auch wenn da sehr viel Bullshit kommt auf YouTube. Aber auf YouTube kann man sich wenigstens ansehen, was man will. So, jetzt. Ich muss jetzt erstmal kurz mich konzentrieren. Und ja, natürlich, es gibt da auch Werbung, aber man kriegt wenigstens nicht irgendeine Scheiße vorgesetzt. Irgendwie mitten im Leben oder irgendwie sowas, wenn man sich das nicht unbedingt angucken will. Ja, sich überhaupt sowas angucken. Egal. Dann muss man das halt auch nicht. Und das ist halt auch der Vorteil an YouTube. Ja. Gut. Ansonsten so würde ich eigentlich sagen, hätte ich das so gesagt. Ja, also wie gesagt, dann halt mit den zeitlichen Gründen, ach Quatsch, mit den wegen der Lust, ich weiß es nicht genau. Also es ist halt so, dass ich mich halt auf andere Games jetzt spezialisiere und dann halt auch neu anfange. So, da war ich jetzt stehen geblieben. Ich werde dann auch demnächst irgendwann wieder neu anfangen. Und das wird sich mit den zeitlichen Gründen überhaupt nicht einigen können. Und deshalb, ja, muss ich da irgendwo Trennstriche setzen.
Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich wirklich, ja, wie soll ich sagen, dass ich da wirklich mich auch ein bisschen differenziere von S&F, weil das, ja, wenn man andere Spiele dann spielt, dann kann man nicht noch mehr Spiele spielen. Das bedeutet, irgendwas muss dann immer aufgegeben werden, weil man hat nur so und so viel Zeit auf dieser Erde und ja, deshalb kann man halt auch nicht alles zocken. Und ja, auf S24 werde ich allerdings weitermachen, für die Leute, die es nicht verstanden haben. S24 bleibt bestehen, schon allein aus dem Grund, weil ich auf S24 einen Level 300er sehen möchte von mir. Und wenn das nicht geschieht, dann ist irgendwas kaputt, weil ich spiele mittlerweile ungefähr 3 Jahre bestimmt S&F, wenn nicht mehr, vier bestimmt. Okay, dazwischen war, glaube ich, ein Jahr Pause, weil, oder ein 1,5 Jahre Pause, weil ich halt keine Lust mehr hatte. Aber ja, wie soll ich sagen, der Lustfaktor ist dann halt irgendwann wiedergekommen und deshalb habe ich damit wieder angefangen. Und ja, deshalb, so, können wir ich kurz rüber kopieren. Ja, und deshalb habe ich da halt auch wieder mit angefangen, habe halt auf neuen Servern angefangen, aber S24, es regt mich halt total auf, dass ich wirklich schon so lange S&F spiele, aber noch kein Level 300er habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, du ziehst es jetzt durch auf S24. Es ist mir das, also mein Ziel ist eigentlich nur Level 300, wenn nicht halt höher. Also ich werde dann halt immer weiter zocken auf S24, solange es halt geht, aber Level 300 ist das Mindest. Also wenn ich Level 300 nicht erreiche, bin ich einfach unzufrieden mit mir und dann sage ich mir, da ist irgendwas, da ist nichts erreicht, so. Aber ich werde danach auch wohl noch weiterspielen, hoffe ich mal, auf S24. Also da braucht sich Limmerland keine Gedanken zu machen. Verbreiten Angst und Schrecken. Drei Magier von Limmerland. Das bedeutet, die ersten drei. Mentalo, Eggie und der Kalmian. Keine Ahnung. Ja, weil Limmerland ist einfach mal, wie soll ich sagen, also ich war ja eigentlich nicht von Anfang an da, ich war ja bei Kristallpalast, die sich übrigens aufgelöst haben. Für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo gezeigt, dass Kristallpalast jetzt mittlerweile so aussieht. Und Eiszeit, ja, sich irgendwie, weiß ich nicht, gelöscht hat, dann in Ghost Rider rein. Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Bin ich auch froh drüber. So, und deshalb, ja, ne, man, das ist einfach so, wo ich halt so sage, ja, die Typen haben es halt irgendwie verstanden, so den Sinn von S&F, so, die haben es irgendwie, ich weiß nicht, irgendjemand hat es da verstanden von denen und das ist einfach auch ein geiles Gildenklima, klar gibt es da irgendwo mal Anspannung, aber ich meine, das hat ja irgendwie mal jede Gilde, aber die haben es einfach so verstanden, so, die haben es vom Grund her verstanden und zwar, dass sie halt dieses Verrückte, was S&F mitbringt, diesen Spaßfaktor und halt aber auch diesen ernsten Grad auch irgendwo haben, diesen, wo sie halt sagen, okay, wir müssen den Raid jetzt packen, Leute, den schaffen wir. Und dann machen die den halt ein paar Mal und so und dann los, Leute, alle melden und so. Ich merke das ja, ich werde ja auch immer, ich kriege ja auch immer eine Beschwerde, weil ich mich nicht zum Kampf melde, weil ich es immer vergesse. Sorry übrigens dafür, weil morgens kann ich mich nicht melden, weil ich da entweder noch so im Halbschlaf bin, dass ich mein Handy nicht wirklich bedienen kann, oder ich halt einfach keine Zeit habe. Ist jetzt auch erst seit diesem Jahr so, weil ich halt extrem früh aufstehen muss und da bin ich dann irgendwie meistens unfähig, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, und deshalb würde ich aber allerdings sagen, so dass Nimmerland wirklich das Ganze so ein bisschen verstanden hat und bin auch froh darüber, dass ich halt zu Nimmerland gegangen bin und nicht zu No Mercy. Das war ich ja schon von Anfang an. Und man sieht ja auch, da ist der Vorsprung eigentlich gar nicht so groß. Ja, ansonsten würde ich halt so ganz klar sagen, die Typen haben es einfach drauf von Nimmerland. Und klar, es gibt da auch ein paar Leute, wo ich mir halt sage, wow, okay. Aber ja, die meisten sind da halt auch relativ korrekt. Und ich denke, das drauf kommt es halt auch an. Und vor allem dieser Humor, der Humor muss halt da sein, so. Und wenn man da halt so ein paar Leute drin hat, dann reicht es eigentlich schon vom Humor her. Und da,
ja, denke ich mal, reicht das. Ich bin zwar nicht chat-aktiv, aber wenn ich da ab und zu mal reingucke, dann steht da meistens irgendwas Lustiges drin und dann ja, schmunzeln und so, ne? Und ja, deshalb auf jeden Fall denke ich, dass Nimmerland da, weiß ich nicht, ob wir da auf Rang 1 kommen würden. Wir waren ja schon auf Rang 1, also so ist ja nicht, aber ob wir da dauerhaft bleiben werden. Ja, wird man irgendwann sehen, irgendwann wird hier eine Entscheidungsschlacht kommen, da bin ich mir sicher, auch wenn keine angekündigt ist, dass wir jetzt keine, wie soll ich sagen, Drohung sein? Na, egal, auf jeden Fall keine Feststellung sein. Sowohl also keine Sache da angesagt, kein Kampf oder so. Aber ich denke, irgendwann wird was kommen. Entweder wird No Mercy es nicht mehr aushalten und uns angreifen oder wir werden sie angreifen. Organisiert, wie wir sind. Und ja. Gut, Leute, dann hätte ich jetzt meine traurige Botschaft vermittelt. S27 wird nicht weitergespielt. Beziehungsweise ich tauche unter und spiele im Underground weiter. Oder ich lösche meinen Account. Tja. Mal sehen, wie es aussieht. Ja. Auf S24 werde ich weitermachen. Wie es mit S7 weitergeht, habe ich noch keine Ahnung. Also S7 ist so ein Ding, da frage ich mich, wie machst du das jetzt? Aber ich weiß nicht, also da werde ich mich auch irgendwann differenzieren müssen natürlich, aber vorerst erstmal nicht. Und ich denke, das ist auch erstmal nicht der Fall, dass ich mich da differenzieren muss, weil ich da auch nur 100 Alu spiele. Und die 100 Alu, also wenn ich dann halt auf S27 weiterspiele, werden das natürlich dann auch irgendwie nur ein bisschen, also 100 Alu sein, aber niemals 300 Alu, das ist es. Also, ich weiß noch nicht, wie genau das läuft halt auf S27. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr unter meinem Namen bekannt sein. Also, entweder bin ich gelöscht oder bin halt untergetaucht oder so. Gut, Leute, dann hätten wir das erstmal erledigt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, dann wahrscheinlich ohne S27 und ja, wir sehen uns dann, ne? Bis dahin.